Ja, wir waren jetzt 4 Tage unterwegs, im strömenden Regen, pitschnass, am nächsten Tag ein bisschen im Sonnenschein im Mühlhäuser Stadtwald. Und haben so ein Konzept gemacht, dass wir Gottesdienste gefeiert haben und Andachten, also 12 an der Zahl in der Zeit, 5 Gottesdienste mit Predigten zum Katechismus. Und haben dann einerseits 12 Fragen gesammelt im ersten Plot. Was sind so Fragen, die ihr mitbringt? Was wollen wir diskutieren? Und jeder war verantwortlich, eine Frage einzubringen. Und es ist durch diese Mischung aus einer sehr strengen gottesdienstlichen und andachtlichen Form und einer großen Freiheit in der Auseinandersetzung irgendwie etwas entstanden in dieser Gruppe. Und die Menschen, die auch dabei waren, einfach eine wundervolle Gruppe, mit der es Spaß gemacht hat zu pilgern. Auch in dieser Heterogenität, Unterschiedlichkeit. Ja, also wenn ehemaliger NVA-Offizier mit einem Hauptmann der Bundeswehr, der in Afghanistan war, zusammen über den Frieden diskutiert oder wir miteinander ins Gespräch kommen, gibt es überhaupt Gott? Und was spannend war, dass wir auch einen Philosophen mit dabei hatten, der es mir auch wichtig war, der sozusagen seit Jahren darüber nachdenkt, aber den Sprung nicht schafft und das auch sehr ehrlich und redlich immer sagt und damit immer auch jemand in unserer Gruppe war, der das Ich werde mich nicht taufen lassen stark gemacht hat. Und dadurch war dieser freiheitliche Aspekt auch sehr klar da und es war beglückend. Wir haben wirklich den Heiligen Geist erlebt an vielen Stellen, an dem, was gesagt wurde, was wir füreinander gebetet haben, wie wir miteinander unterwegs waren. Und ja, ich habe jetzt so das Gefühl, wir sind so in so einem Flow und müssen jetzt wieder schauen, wie wir in das Leben kommen. Aber es war zu spüren, wenn wir miteinander im Gottesgeist unterwegs sind, da ist Kraft, da ist Energie, da ist Freude, da ist Vergebung. Es war wunderbar. Das Wichtigste war für mich, endlich anzukommen. Anzukommen an dem Punkt, über den man sich schon so viele Jahre Gedanken gemacht hat, endlich in die Glaubensgemeinschaft zu finden, diesen Schritt zu wagen und abgeholt zu werden. Abgeholt zu werden an einem Punkt, wo man eigentlich schon viele Jahre ist, aber dann vielleicht den Mut nicht hatte, diesen letzten Schritt zu gehen. Das Taufpilgern in der Form, wie wir das gemacht haben, ist eine Sache für eine Zielgruppe, die sich schon lange mit dieser Sache beschäftigt. Das heißt, wir stehen nicht irgendwo am Anfang, wo man vielleicht alles neu erlernen oder kennenlernen muss, sondern es fehlt eigentlich tatsächlich nur noch der letzte Schritt. Der letzte Schritt dahin zu sagen, ja, ich will das jetzt wirklich. Ich hatte bloß nicht den Mut bisher, vielleicht aufgrund meiner Sozialisierung, vielleicht bin ich in der DDR aufgewachsen und da spielte das vielleicht keine Rolle, habe mir aber in den vielen Jahren schon viele Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, dass es davon noch viele Leute gibt, die es gilt abzuholen, die nur darauf warten, diesen letzten Schritt zu machen. Es wird jedes Jahr ein Taufpilgern geben und einige, die diesmal mitgepilgert sind, wollen auch nächstes Mal mitmachen, vielleicht als Helfer und Teamer. Und wenn Sie Lust haben, melden Sie sich einfach an. Wenn Sie jemanden kennen, der nicht getauft ist, soll es ja geben, sagen Sie uns Bescheid. Wir freuen uns, wenn jemand mitkommt. Und es ist ein wunderbarer Weg.